Erster Formcheck und mehr in Orlando. Classic wird brutal. Selbstverständlich werde ich dort trainieren. So, let's go! Ich habe seinen Namen vergessen, aber das ist auch ein Athlet von Stefan Kienzel, der auch in der Classic starten wird. Der, glaube ich, erst letztes Jahr Profi geworden ist. Auch geile Linie, ne? Stefan Kienzel einfach mit einer ganzen Fußballmannschaft am Start. Sehr gerne, Flexi. Gute Besserung dir. Wie schaut es aus an diesem Samstagmorgen? Das Beste ist, Freunde, ich werde mir mit Stefan bestimmt das ein oder andere Getränk beim Mr. Olympia-Finale reinorgeln, weil ich an dem Tag auch Geburtstag haben werde. Das wird lustig. Schaut extrem cool aus, man darf ihn nicht vergessen. Er hat ja die 224er-Qualifikation erst am Sonntag geholt. Vor 6 Tagen. Vor 6 Tagen ist die Mr. Olympia-Quali, krass. Wir sind wieder super auf Kurs, Gewicht passt alles. Wir chain smooth, cruisen wir rein in die Abwaage, um ihn dann bis zur Olympia wieder recht voll zu kriegen. Das ist jetzt das leere Antoine-Bild, aber nicht so leer, wie wir sonst immer gewesen sind. Das heißt, ich bin sehr zufrieden. Junge, Hoffmann mit neuer Frise am Start. Wo ist das Hagel? Ich habe jetzt nur die letzten Sekunden erleben dürfen. Wie fandest du die? Food Prep gemacht habe. In der Rückansicht? Ich meine, wie Stefan sagte, er hat jetzt ein paar Meisterschaften gewonnen, 2 Qualis innerhalb von kurzer Zeit geholt. Was soll er jetzt verrutscht sein seitdem? Ne? Das sieht man das schon auf Kurs jetzt. Habt ihr eigentlich abgestimmt hier mit euren Outlets? Ich hab wohl gerade sagen. Wieso? Ich hab das bisschen männlichere und er hat die. Wenn du befestigt bist in deinem Sexualempfinden, dann ist das überhaupt kein Problem. Kennst du das noch? Das ist vom letzten Mal, oder? Weiß ich, klar. Ich habe tatsächlich auch ein Orlando-Trikot eingepackt von Shaquille O'Neal, Orlando Magics. Legendentrikot, original Vintage aus 90er Jahre. Das haben wir, glaube ich, damals im Walmart gekauft. Ja, aber das war ja das erste Mal. Interview mit Sibam und so. Mhm, 2020. Ja. Gerechnet habe, dass da oben so viel sind. In diesem Video noch. Hab's angepasst, den Ton, danke Freunde. Nicht geklärt worden, warum wir eigentlich im sonnigen Orlando sind. Wegen Olympia. Korrekt. Soll ich es mir sagen? Ja, hast du ja jetzt. Ach, lass ich ja jetzt so. Wie gefällt dir meine Airbnb? Ja, ist gut gemacht. Auswahl? Ja. Das ist wirklich gut gemacht. Das sieht gut aus, ja. Finde ich super. Vor allem, ich habe in dem Bett gut geschlafen, das ist immer das Wichtigste. Nächste Mal. Junge, Stefan in so einem richtigen Oversize-Shirt hier unterwegs. Ich muss an dieser Stelle noch mal kurz was festhalten im Video. Stefan, was ist das hier? Kaffee. Ja, nicht nur feine Milde. Kaffee? Deutscher Kaffee? Genau, feine Milde vom Chibo. Weltbeste Kaffee. Glaube ich nicht. Doch, sensationell. Filterkaffee. Ja, hier schön. Maschinchen. Ja, mache ich mir die Mühe, bringe das mit. Schlapp 35 cm. Danke dir fürs Abo, Digga. Ne, hier. Ja? Ich schlepp's mit. Koche heute Kaffee. Hier, ne? Schüttet David sogar einen ein. Was steht immer noch hier? Was ich viel wichtiger finde. Eine absolute bodenlose Frechheit und Respektlosigkeit. Ist er. Held meiner Jugend. George Foreman Grill. Wer kennt ihn noch? Ey, den hatte ich auch früher. 2012 in meiner Olympia Prep, wollte ich schon sagen. GMBF Prep. George Foreman Grill, Kontaktgrill. Hatte ich aber so einen zum Zumachen. Nee, Quatsch, das war der Tefal Optik Grill. Aber der war so länger, länglicher, so ein Rechteck. Aber es fehlt die legendäre Abtropf-Fettrinne. Ist bestimmt noch irgendwo hier aufzufinden. Nix.
Williams Proteinfoods abonniert. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, das Urs-Video kommt gleich auch direkt dran, Freunde. Oh, Gaming-Zimmer mit Billardtisch. Ha, es halt. Meine Vitamine nehmen. Ja, hast du jetzt auch. Die Frise von. Ich feiere die Frisur viel besser als diese Hagel-Frisur von Hoffmann. Er hat da immer so ein Kleister drin. Ne? Ich finde so straubig, lockig, der wirkt ganz anders. Viel, viel geiler. Theoretisch mit dem Kaffee runterspülen können, ne? Also meine Privatsphäre vielleicht mal hier. Jetzt sieht er einfach aus wie Sam Sulek. Respektieren. Ne, wenn mein Kaffee hier so respektlos behandelt. Ich hatte heute Morgen einen Flexpresso. Lecker. Für Kaffeeversorgung. Außer ein Stückchen Milch muss da schon rein. David Stoffmann ist im Chat und abonniert. Vielen lieben Dank, David Stoffmann. Ich hab Schlagsahne erst. Proteinversorgung. Schluck Wodka. Das stimmt nicht. Wie alt ist der Kienzl eigentlich? Das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall 20 Jahre, 30 Jahre jünger als Johannes Lukas. Das steht fest. Das ist in die Küche gegangen. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Ich habe mir noch eben eine Lutschpastille in der Küche geholt. Und schon 19, was haben wir? Aber außer jetzt nicht, einfach nur auf Klosen drücken. Auf Klosen? Ja. Was folgt jetzt? Was machen wir? Setting. Jetzt fahren wir zum ersten Mal ins. Wie heißt das Ding eigentlich? Kiss Me Muscle Gym. Da werde ich auch trainieren. Weil der Kienzl in einer Stunde dann am Podcaster. Ja, weil mein mit dem offiziellen Media-Pass. Media-Partner-Pass. Genau. Guck mal, ich fiel auf. Entschuldigung. Weyo, weyo, weyo. Das ist doch ein schönes Kfz. Das hat der neue X7, ne? Lecker, danke. Ich mach mal die Sitzbelüftung an für dich. Very high. So, offen für was Neues heute? Wer? Ja. Wieso? Hört sich komisch an. Ja, kannst du das bitte beantworten? Ja. Was Neues zum Problem? Ja. Ja? Ja. Okay. Grüße zurück nach Remscheid. Machen wir danach noch. Haben Sie auch, Herr Kienzl? Immer. Sehr nettes Viertel dort, ne? Oh, so eine abgetrennte, Junge, mit eigene. Ist da so gefährlich, dass da abgetrennt ist, das Wohngebiet? Der Mark 96, danke fürs Abo. Ich was sagen, aber. Jetzt weiß ich, nach welchen Kriterien du die Bude ausgesucht hast. Hier, Panda Express. 10.30 Uhr, Medic. Na, Stefan? Medic. Yes, wir werden ganz normal weiter streamen in USA. Junge, wie der da sitzt mit nackten Füßen, geil. Was? Das ist ja eklig mit deinen Füßen. Ja, Entschuldigung, das Menschenfüße. Ich hasse auch Füße wie die Pest. Ich hasse meine eigenen Füße, ich hasse Babyfüße, ich hasse alle Füße. Ja. Deswegen riecht das Leder auch so her. Nach Käse. Rude Boy. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Finally, man. See Sportschel. The German fans. Earth looking crazy. This guy got over 30 Olympian guys competing next weekend. He's one of the best coach. He's one of the reasons I like Stefan. He's basically because he's no hype, all hard work, dedication.
He's more than just a coach, he's a dad, he's a guy who looks after all his athletes with a lot of love. I've seen in real life, in person, this guy has a big heart. More than anything, he loves bodybuilding and he loves the people he works with. If you're interested to work with someone, please. Rude Boy just said, in first hand, work with Stefan. Wie sympathisch ist der, bitteschön? He's making too much money. He's making too much money now. It's the same with you. He's making too much money. It's the same, you know. Ele é seu Lu, Stefan, pelo amor de Deus. O Timandro. Lembra o Timandro? Pô, der, den auf der Straße abends zu begegnen, besser nicht. Der sieht ganz, ganz gefährlich aus, der linke Kollege. He's the guy. Every time I say, Timandro. Ist das der Guy von Team Andro? David, was verbindest du mit dem Kissimmee Massengym? Ganz schöne Erinnerung eigentlich. Letzte Mr. Olympia-Teilnahme, ne? Für mich 2020. Und weiß ich noch, es war damals sehr, sehr unkompliziert. Hier alles, wir hatten direkt so eine Zutrittskarte, konnte man trainieren, wann man wollte. Unsere Bude war auch in der Nähe, das habe ich sehr. Das ist sehr bequem in Erinnerung und genau. Ja, damals noch neben Chris Bumstead hier trainiert, gibt es auch, glaube ich, schon ein Video zu, ne? Mhm. Irgendwo in den Archiven. Zwei. Ja, genau. Gute Erinnerung. Mal gucken, wie es gleich drin ist, wenn ich die Luft atme. Yep, ich bin mit Johnny in derselben Unterkunft, mein Lieber. Do you remember? I do remember. Suspicious for me to say. Krass. Schon geil, ne? Da hängt einfach so ein Bild. Da war Hoffmann ja richtig im Saft. Guckt euch das Bild mal an, neben Bumstead. Das sieht nach einem geilen Gym aus, Mann. Edelweißpumper, danke dir fürs Abo. Was man auch mal an dieser Stelle erwähnen muss, ein sehr gastfreundliches Studio. Ja, Wahnsinn, ne? Nach zwei Jahren so ein Empfang. Hast du das auf Kamera nehmen, ne? Nee, leider nicht. Also. Sehr herzlicher, warmer Empfang. In die Arme genommen worden, ja, Wahnsinn. Und die hat sogar Wochen vor, hat sie schon geschrieben, gefragt, ob man wieder kommt und sie freuen sich. Ja. Nee, echt schön. Wir alles prepared. Ja. Hat sich ein bisschen was Neues, aber im Großen und Ganzen der Vibe ist immer noch so, ne? Gute Musik. Ich hoffe, es wird nicht, aber wahrscheinlich diesmal wird es schon voll, ne? Jetzt geht's raus, relativ früh. Ich denke mal, ab Montag wird es hier Ausnahme zu schon sein. Kommst die Tür rein, Dorian Yates ist da am Trainieren, ne? Hast du gar nicht gesehen? Hab ich gar nicht gesehen. Ajo. Ey, Junge, wie geil wird das bitte? Dorian Yates. Einfach Dorian Yates chillt da hinten und trainiert. Krank. Geil. Dorian beim German Grand Prix. Front double bicep. Mit Scatman-Musik im Hintergrund, ich glaub's nicht. So, wir switchen rüber, weil in dem Video haben wir noch einen schönen Formcheck von Wesley Withers. Wo geht's denn los? So, jetzt gucken wir uns erstmal den Wesley an, auf den ich sehr gespannt bin. Er hat auch sich gut verbessert jetzt. Was ist Wesley Snipes geworden? Gute Frage. Gute Frage. Oh, jetzt hat der Hoffmann wieder die Löckchen, die Haare gegelt. Na gut. Oh. Digga, wenn der in Pose geht, was ist das bitte für eine unfassbar geile Linie? Die Lats, Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Auch diese Paperskin-Haut bei dem auf der Brust. Hammer. Eigentlich ist der Typ Inbegriff von Classic, ne? Kaum zu glauben, dass Mike Sommerfeld den letztes Jahr besiegt hat.
diese Pose ist auch wild bei dem, diese Arnold-Pose. Wie rein seine Haut ist, ne? Hammer. Sehr, sehr schön. Also Classic ist bei dem ganz weit oben, finde ich. Was klassische Linie angeht, klassisches Posing, Erscheinungsbild an sich. Als ob der aus einem anderen Jahrzehnt stammen würde, der Typ, ne? Dino hält sich bedeckt. Dino Ramon, der präsentiert seine Form nicht, Freunde. Seht ihr Wesley Vizzas in der Top 5? Haut die 1 in den Chat, würde mich mal interessieren. Das einzige Problem bei dem sind die Beine. Habe ich auch gerade im Chat gelesen, die könnten so ein bisschen Ausländer sein, ne? Ein bisschen heftigeren Schwung. Das ist so das einzige Manko, finde ich. Even though it looks good, I think it's the best I've ever seen you. Yeah? Yeah. Thank you. Oder? How much heavier are you now than stage weight? I actually woke up at 111 kilos. Whenever I fly, a lot of people say I hold water. Well, they hold water. But I lose water, no matter what. Ja, jeder Körper ist unterschiedlich, ne? We went back 6 hours. So that means the day was 6 hours longer. So how I... Und ich sage immer bei Wesley, wenn es mit dem Bodybuilding nichts wird, dann soll er einfach Synchronsprecher werden, Digga. Ganz klar. Einfach Synchronsprecher oder für EA Sports einfach die Anmoderation machen. EA Sports, it's in the game. Think is, okay, I'm 6 hours awake longer, which means 2 more meals. Because you're awake longer. So I actually already had 6 meals. Correct, er ist Holländer. And then we went to the apartment. Then I had 1 bigger meal, all pretty much 0 carbs. But even though I ate more throughout the day as usual, I still lost 1.8 kilos compared to the last day. Awesome. So my weight limit is 112.9. So I have 1.9. Ja, pack the easy. 9 kilos left, and since the weigh-in is in the morning, it gives me a lot of space to load up. The last time I saw you this close was in Alicante. Yeah. And you looked way smaller than now. Yeah. It's much better. Yeah. Because this pops out more. Yeah. And like this side is always here. But when this side is here, I know that for myself. Then I know, okay, we're heading into the right direction. So I'm happy with how things are going. And this is just the out of jet lag shape still. Little sleep, 30 hour day before. So now it's gonna start. Because Stefan said, okay, today we're gonna add 250 grams of extra carbs to ensure that you don't get too flat. Because like you're saying, if I'm flat with my height, it's no use. I may look drier some places, but the whole physique is... Er sieht halt aus wie Arnold mit besserem Stoff. Geil, geiler Comment. Narrowed down. And I need to be dominant next to like a Chris. Yeah, yeah. And that's what I need. But it also helps. The temperature always helps me. If it's a little hotter than in the Netherlands, then it's way better. So, and also Alicante is my first show. So you diet down all the way. And then I had Alicante and then Dubai and then I could eat more. And then the body comes back alive. Ist bei mir tatsächlich auch so. Ja? Wenn es warm ist, zieht meine Form auch extrem an. Extrem. Ja, ich verliere Wasser. Definitiv. Ja, also Freunde, brutal. Wesley Vizzas. Ich denke, er wird sich auf jeden Fall weiter nach vorne kämpfen. Aber in der Top 5 sehe ich ihn tatsächlich nicht, noch nicht, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Meine Top-Platzierung werdet ihr dann morgen sehen auf meinem YouTube-Kanal. Es erscheint heute, also ich drehe das gleich ab,
aber ich habe die schon im Kopf. Erscheint meine Prognose für die Classic dieses Jahr. Müsst ihr auf jeden Fall morgen abchecken auf meinem Hauptkanal. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.